Ich heiße herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Azurlane Crosswave und wir werden heute hier mit Cleveland und wer auch immer da noch steht, ich vermute mal ihre ganzen Schwesternschiffe. Ich weiß gar nicht, das ist eine, ich sag mal, unglaublich große Familie, die sie hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel da genau dazu zählen. Auf jeden Fall, die werden wir heute machen. Dann gehen wir rein und ich schalte mich kurz weg. Nicht alles sind ihre Schwestern. Ich glaube nämlich nicht, dass die Atlanta dazu zählt. So, auf jeden Fall, Cleveland. Was ist los mit euch beiden? Warum atmet ihr so schwer aus? Ah ja, okay. Ja, Atlanta und San Diego sind Schwesternschiffe, wenn ich es gerade richtig deute. Auf jeden Fall, sie sagt, ja, San Diego hat ein wenig Ärger den anderen bereitet, als man gegen die Sirens gekämpft hat. Sie sagt, ja, nee, eigentlich hat sie uns sehr geholfen von der dem Gegenangriff bis zu Evakuieren. Ah, ich hasse es. Entschuldigung. ihr Lied, gut, es war vielleicht ein bisschen laut, aber es hat uns zumindest Mut gemacht. Lexington fragt nach, was ist mit Saratoga? Ja, und sie sagt, ja, sie war ein, also Cleveland antwortet darauf, ja, sie war ein richtiger Kämpfer. Sie hat jedem Mut gemacht und ihr Support hat jedem mehr als alles andere geholfen, so ungefähr. Ja. Ah, da, komm. Ich wollte gerade sagen, ihre Schwestern müssen ja trotzdem dabei sein. Ja, und Columbia sagt, ja, ich verstehe, das ist großartig, aber hey, wie. Aber da war doch so ein komisches Schiff namens Cleveland. Was hat die denn gemacht? Ja, Cleveland sagt, du musst nicht so direkt sein. Und Long Island möchte die Antwort darauf übernehmen. Okay. sie sagt, die Rate, mit der sie Gegner besiegt hat, war perfekt. S-Rang. Und Cleveland sagt, ja, siehst du, bin ich nicht großartig. Warum ein bisschen gemein, die, halt Cleveland selber zu fragen, ja, was ist denn mit Cleveland? Was hat sie denn gemacht? Hm. ja, und Atlanta sagt, ja, sie ist froh, dass jeder sein Bestes gegeben hat. Lexington sagt, ja, du hast recht. Ich glaube, jeder hat den Titel des MVP verdient. Ja, und Cleveland sagt, ja, wo wir gerade mal hier sind, würde ich gerne entscheiden, wer denn der MVP der MVPs ist, mit einer kleinen Übung. Wie sieht's mit euch aus? Und meint natürlich uns. Wen auch sonst. Ich bin am Überlegen, ob irgendwann nochmal wir die Support Fleet ändern müssen, aber ich glaube eigentlich nicht, oder? Nee, ich meine, die waren vom Prinzip alles schon gewesen, ja. Also Angriff. Mal gucken, gegen wen kämpfen. Hallo Atlanta. Atlanta könnte, klar. Die Flugzeuge nicht. Lass mich mit den Flugzeugen in Ruhe. Cleveland und Long Island. Okay.
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen wegen den Fliegern, weil natürlich viel auf einen runter schießen. So, das müsste es, aber vielen Flieger. Uff. Geschafft. Ich glaube, aber es war knapp. Ich glaube, es stand da 118 Sekunden. Sicher bin ich mir aber gerade nicht. Und wieder was Neues bei Akashi. So, den Kampf haben wir abgeschlossen. Kisten suchen. Immer dieses Versteckspiel mit den Kisten, ne? Aber es ist extrem hier jetzt auf jeden Fall, weil das wirklich nach jedem Kampf spawnen ein bis zwei Kisten, glaube ich, waren es bisher. Naja, genau, ein bis zwei Kisten immer. Gut. Und dann haben wir Prinz Eugen und Kongo. Aber erstmal gucken wir natürlich wieder, was hat Akashi für uns? Was hast du denn für uns? Das sind immer nur die Isoma, kann das sein gerade? Unicorn und Luffy. Aber es kann natürlich auch sein, dass auf einmal spontan noch was anderes kommt, deswegen gucke ich lieber alles durch. So, da wir wieder 200 Punkte haben, holen wir uns die Baltimore. Ja, Baltimore Kämpfer der Gerechtigkeit. So ungefähr hat sie sich vorgestellt. Gut. Ja, wie gesagt, sowas da. Jetzt habe ich nachher wieder den Namen von der kleinen Schwester von Cleveland vergessen. Columbia war es, glaube ich, ne? Ja, ich meine Columbia. Das war halt, wie gesagt, ein bisschen gemein von ihr, aber hey. Es ist ja gut, dass Long Island da gesagt hat, hey, lass mich diese Frage beantworten. Hat so gut gemacht. Okay. Jetzt ist die Frage, wen machen wir zuerst von den beiden? Ich glaube, wir machen zuerst Prinz Eugen. Aber das in der nächsten Folge. Die Folge ist schon wieder zu Ende. Ich weiß, etwas kurz. Aber ich will nicht, dass es auch immer wieder auf sehr lang wird. Deswegen lieber momentan ein bisschen kürzer. Vor allen Dingen nach dem, wo ich ja einmal zweiteilen musste. Dass man wieder ein bisschen quasi entspannter das gucken kann. So. Auf jeden Fall danke ich fürs Einschalten. Wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Shimakaze wollte auch mal was sagen.